München ist eine vielfältige Stadt und München ist eine sehr sichere Stadt. Auch dieses Jahr hat uns das der Polizeibericht wieder bestätigt. Die Sicherheit in München ist gut. Doch während manche Gruppierungen immer so wahnsinnig viel Wert darauf legen, zu bestimmen, wie viele Täterinnen und Täter einen sogenannten Migrationshintergrund haben, zeigt sich eigentlich etwas ganz anderes. Es zeigt sich, dass immer mehr Menschen zu Opfern von Hasskriminalität werden, wo sie aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer vermeintlichen Herkunft, ihrer Sexualität angegriffen werden. Weil das nicht sein darf, wurde eine Studie in Auftrag gegeben, eine Dunkelfeldstudie, wo man herausfinden möchte, wie groß der Anteil dieser Verbrechen tatsächlich ist, die bis jetzt gar nicht in den offiziellen Statistiken auftauchen. Die Studie steht jetzt kurz vor dem Abschluss und wir haben deshalb nun beauftragt, dass in einem Hearing im Stadtrat das vorgestellt werden soll, damit wir dann gemeinsam überlegen können, wo man nachsteuern muss, wo man handeln muss, was man tun kann, um sicherzustellen, dass in unserer Stadt alle Menschen in Sicherheit leben können und an ihrer Vielfältigkeit teilhaben können.